Schützenbund und Heimatbund gedenken an diesem Wochenende des Grießer Schützenleutnants Louis Amplatz. Am 7. September 1964 wurde Amplatz oberhalb von Saldaus in Passaia von einem Spitzel des italienischen Geheimdienstes ermordet. Heute am Abend begannen die Feierlichkeiten mit einem Gedenkgottesdienst in der Stiftskirche von Gries. Im Anschluss daran erhob der Landeskommandant der Schützen, Elmar Thaler, scharfe Vorwürfe gegen die italienische Rechte und gegen den Quästor von Bozen, Lucio Carluccio. Der hatte den Schützen kurzfristig das Abfeuern der Ehrensalve verboten, mit der Ankündigung, dass die Gedenkfeier sonst nicht stattfinden könne. Thaler kündigte an, dass sich die Schützen dies in Zukunft nicht mehr verbieten lassen würden, auch weil höchste Gerichtsurteile des Staates für die Schützen sprechen. Bekanntlich hatte Alessandro Urzi gegen die Gedenkfeiern für Amplatz Beschwerde eingebracht, um sie zu verhindern. Morgen werden Schützen und Heimatbund auf den Brunner Madern die zentrale Gedenkfeier und Gedächtnisfeier für Louis Amplatz abhalten.